Stellenabbau bei TÜV-Streik legt Israel lahm. Stand 17.12.2017, 12.15 Uhr Seitenanfang. Die Entlassungspläne des israelischen Generika-Weltmarktführers TÜV empören das ganze Land. Ein halbtägiger Streik Hunderttausender hat jetzt das öffentliche Leben lahmgelegt. TÜV ist die Mutterfirma von Ratio PHM. Ein halbtägiger Streik gegen den geplanten Stellenabbau bei der Ratio Farm Mutter TÜV hat das öffentliche Leben in Israel zeitweise lahmgelegt. Hunderttausende Arbeitnehmer folgten dem Solidaritätsaufruf des Gewerkschaftsverbands Histadrut und legten am Vormittag ihre Arbeit nieder. Die Arbeitswoche beginnt in Israel regulär am Sonntag. Wegen des Ausstands blieben Behörden, Ministerien und Banken sowie der internationale Flughafen Ben Gurion und die Börse in Tel Aviv zunächst geschlossen. Im öffentlichen Nahverkehr wurde entgegen ersten Plänen nicht gestreikt, um Soldaten die Rückkehr zu ihren Standorten zu ermöglichen. Vor TÜV-Einrichtungen gab es Proteste. TÜV-Arbeiter blockieren eine Autobahn, die Pläne des Unternehmens lösten im ganzen Land Empörung aus. Weltweit soll einer von vier Jobs wegfallen. Der Generika-Weltmarktführer will in der Heimat rund 1.700 Stellen streichen und ein Werk schließen. Weltweit will der Konzern 14.000 der etwa 57.000 Arbeitsplätze abbauen. Die Pläne lösten in Israel Empörung aus. Politiker und Gewerkschaftsvertreter kritisierten, das Management wolle die Mitarbeiter für missglückte Expansionsvorhaben im Ausland zahlen lassen. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte für die kommenden Tage ein Treffen mit TÜV-Chef Kari Schulz an, um diesen dazu zu bewegen, die Zahl der Entlassungen zu verringern. TÜV machen einen Preisverfall bei Nach